darf euch erstmal recht herzlich begrüßen, vor allen Dingen die Musikzüge. Ich darf sie mal kurz aufzählen. Von Blau-Gelb Charlottenburg, der Musikzug Just for Fun oder Fan oder Fun. Dann gehen wir weiter in der Reihe, den Tempelhofer Musikzug. Unter der Leitung von Steini. Eva, deine Leitung hier, ne? Bei Elke, die Elke, die Elke. Ich sag ja, man muss das immer wissen, ne? Dann die Narrengilde mit ihrem Musikzug. Recht herzlich willkommen. Und natürlich nicht zu vergessen, die Berliner Spielleute e.V. unter der Leitung von Hartmut Vogel. Oh Gott, ich wollte aber nicht hingucken, Hartmut. So, die Musikzüge habe ich jetzt alle genannt, richtig? 1, 2, 3, 4. Ja, super. Aber das ist ja nicht so, dass wir also keine Leute hier haben. Ich darf sie mal aufzählen, die Gesellschaften, die jetzt noch dazukommen. Das ist der erste Berliner Karnevalclub mit ihrem Präsidenten Michael Lutz Moser. Der erste Berliner Karnevalclub mit ihrem Präsidenten Michael Jahnke. Die Blaue Garde Britz mit ihrem Präsidenten Andreas Hofmann. Die Rheinische Karnevalsgesellschaft mit ihrem Präsidenten Peter Ranich. Verein der Aachener zu Berlin, aber ich glaube, ist der Präsident schon anwesend? Der Eddie Braun, da ist er. Hat sich wieder versteckt, wie immer. Die Stadtgarde Rot-Gold mit ihrem Präsidenten Rolf Hitting, der ist noch nicht da, ne? Der kommt immer. Und liebe Karnevalisten, liebe Weddinger, ich habe natürlich nicht vergessen, aber jetzt werde ich sie nennen, weil ich ein bisschen warten wollte. Natürlich freuen wir uns, dass das Berliner Prinzenpaar dabei ist. Harald der Erste und Martina die Erste. Und ich darf noch dazu sagen, dass es eine wunderschöne Verbindung ist. Er kommt aus Bonn, ist aber jetzt schon seit 3 Jahren in Berlin und sie ist Berlinerin. Da sieht man, die können ja doch vielleicht zusammen. Hat wieder jemand mit einer Runde spielen. So, liebe Karnevalsfreunde, recht herzlichen Dank erstmal Blau-Gelb Charlottenburg und auch auf euch ein dreifach donnerndes Berlin. Hallo! Berlin! Hallo! Berlin! Hallo! Karneval an der Spree! Hallo! So, jetzt kommen wir zum Ernst des Vormittags. Wie ihr seht, hat sich hinter mir doch einige Personen haben sich da angesammelt. Ich nehme an, das sind die höheren Leute hier aus dem Rathaus. Also zu meiner Rechten hier sehe ich ja schon den Hans Nispel, den Bürgermeister von Berlin. Hinter mir den Dieter Schulz, den stellvertretenden BVV-Vorsteher. Dann sehe ich auch einen Stadtrat, den Rainer Sauter. Der ist für Jugend und Bildung verantwortlich. Ja, Bildung braucht man manchmal, das stimmt. Ja, lieber Hans, wir haben natürlich aber noch, wo ist die Urkunde und die Kapta? Mein Vize, habe ich das 3-mal gesagt, aber es ist ja so. Lieber Hans, wir haben beschlossen, wir haben dich natürlich auch vorher gefragt, dich heute zum Ehrensenator vom Berliner Karnevalverein zu machen. Ehrensenator. Du brauchst aber nicht mit dem schwarzen Köfferchen immer anzukommen. Du kannst uns das auch bar geben, aber wir verbuchen das richtig. Das ist also ganz sicher. Lieber Hans,
Ehrenurkunde. Hiermit wird Herr Hans Nistli zum Ehrensenator ernannt. Berliner Karnevalverein e.V. Berlin, den 19. Februar 2000. Unterschrift von meiner Wenigkeit und vom Vizepräsidenten. Lieber Hans, nimmst du das Amt an? Ich nehme das Amt an. Verehrter Herr Präsident, ich nehme das Amt an. Ich glaube, man wüsste, wer hinter einem steht. Mir ist lieber, viele stehen vor mir. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Weddinger, erstmal Reinhard Buß, herzlichen Dank für die Auszeichnung. Ich freue mich riesig, dass so viele hier auf dem Rathausvorplatz sind. Und wir freuen uns alle natürlich, dass das Prinzenpaar bei uns ist. Ein dreifaches Berlin. Berlin. Hallo. Berlin. Hallo. Berlin. Hallo. Ich weiß, dass das eine hohe Auszeichnung ist. Und der Weddinger Bürgermeister fühlt sich verpflichtet, die Idee des Karnevals und des Faschings weiter in unsere Stadt und in den Bezirk hineinzutragen. Ich freue mich sehr, wenn das zutrifft, dass am 31. März 2001 wieder ein Karnevalszug durch den Hauptstadtbezirk Mitte geleitet wird. Der Prinz hat sich in der Berliner Zeitung Harald der Erste dafür ausgesprochen. Und wir unterstützen das aus ganzem Herzen. Information, das, was Sie eben sagten, stimmt. Wir haben die Initiative ergriffen, fürs nächste Jahr endlich mal wieder einen Karnevalszug in Berlin zu organisieren. Welches Datum das sein wird, steht noch nicht ganz fest. Aber ich denke mal, die Zeit ist reif, jetzt wieder nach 1958 wieder mal die Initiative zu ergreifen, einen Karnevalszug hier ins Leben zu rufen. Und in Mitte. Und jetzt würden wir Ihnen gerne noch die Proklamation des Prinzenpaares vorlesen. Das geht wunderbar. Willkommen, ihr Narren groß und klein. Heute ist es endlich doch soweit. Jetzt beginnt die Narrenzeit. Ein Höhepunkt im Karneval steigt heute hier im Rathaussaal. Der Rathaussturm startet heute und jetzt. Der Bürgermeister wird gleich abgesetzt. Herr Bürgermeister, viele Tage sind Sie jetzt im Amt. Bürgermeister, gib auf, es langt. Reich den Schlüssel endlich raus, damit wir können in das Haus. Wir haben schließlich längst gecheckt, Sie haben Kühe gestellt in 6. Ergeben Sie sich unserer Garde, lasst uns nicht länger warten. So groß wir das abdanken müssen, dürfen Sie auch die Garde küssen. Als Zugabe bekommen Sie, das ist kein Stuss, von dem Mädchen auch ein Kuss. Der Sekt wird warm. Welch ein Graus. Rück endlich den Rathausschlüssel raus. Wir verkünden amtlich jetzt, der Bürgermeister ist abgesetzt. Damit es jeder sofort erkennt, die Narren haben jetzt das Regiment. Prinz Harald regiert ab jetzt die Stadt, die viele frohe Namen hat. Wir rufen euch alle zu, ein dreifach kräftiges Berlin. Hallo! Berlin! Hallo! Berlin! Hallo! Deine Fraktionsvorsitzende. So, Hans, bist du jetzt bereit, den Schlüssel und die Kasse zu übergeben? Das kann ich doch, Hans. Wenn du jetzt Nein sagst, lass ihn alle Männer antreten. Liebe Herren und Narren, jetzt die schärfste Waffe. Liebling. Ich wollte immer schon mal mit Hannelore Jahn in einem Kabinett sitzen. Jetzt sind wir Ehrensenatoren. Ihr habt alles aufgeboten. Ihr habt tapfer gekämpft. Wir, denke ich, auch. Ich gebe jetzt die Kasse und den Schlüssel raus. Unsere Ehrensenatorin, sie hat sich heute Morgen gleich auf unsere Seite geschlagen beim Rathaussturm und hat
und hat das mit Sorgsam im Stich gelassen und hat uns beigestanden. Und das fand ich ja sowas von schön. Lieber Dieter, wie obliegt es jetzt, deine Begrüßungsrede oder was auch immer zu halten? Danke, Rainer, das ist sehr nett. Also er hat mir ja schon eine Menge vorweggenommen, insofern, dass ich den Bürgermeister zunächst mal entschuldige und sage, er kann mir den Abend dann nicht hier sein, ich habe da so viel beobachten können. Irgendwo bei der mittleren Garde hat er dann doch aufgehört, so hoch zu heben, weil er das wirklich im Kreuz hatte. Aber er hat also wirklich ganz lange gekämpft um das Rathaus. Und als die immer älter wurden und immer älter wurden, kam dann als eine Geheimwaffe jemand, der muss das Rathaus übergeben, das war Hannelore. Die kam als Letzte, nachdem er seine Fraktionsvorsitzende abgeknutscht hat, hat er dann gesagt, so jetzt klebt da klein bei und hat das Rathaus übergeben. Es war nicht sehr viel Geld in der Kasse, der große Schlüssel war auch drin. Herr Rainer, wir seid ja nun schon seit vielen, vielen Jahren hier am Ring. Und die Prunksitzung, die eine Prunksitzung, die ihr auch im Beckmannsaal hier macht, ja, dafür kann ich noch gratulieren und euch die herzlichen Grüße der BVV, in dem Fall ich als Stellvertreter für Herrn Seiler, der verhindert ist heute. Und das tue ich sehr, sehr gerne. Sieht ja richtig schön aus, ne? Wenn er jetzt noch ganz voll wäre, dann wäre er nicht. Aber nochmal kriegen wir den nochmal voll an. Ich darf Sie vorstellen, das Berliner Prinzenpaar. Den Prinzen, Harald den Ersten. Und ihre Lieblichkeit, Martina die Erste. Und zum Prinzlichen Haus gehören wir auch noch der Hofmarschall Werner Giersch. Hartwig. Die Hofdame Waltraud Anders. Und der Standartenträger Gerhard Senz. Und irgendwo habe ich gesehen, ist der Pepe im Haus. Ist der noch hier? Weil der macht immer dieses schöne Kinderprogramm, dass wir den auch mal hier raufbinden. Pepe, kommt doch mal rüber. Wir wollen die Gelegenheit doch nutzen, hier ihn auch mit dem Prinzenorden zu ehren für seine Arbeit. Und für den Spaß, den er den Kindern immer bereitet. Und das ist schön, in diesem Rahmen mal ihn hier zu ehren und als Dankeschön. Jetzt hast du gerade mal eine Nase. Yeah.
Operation gewesen. Da haben sich 5 Soldaten getroffen. Sie sollten um 24 Uhr in der Kaserne sein, waren es aber nicht. Nächsten Tag treffen sie sich wieder. Mensch, sagt er mal, ja, was sagen wir nur, wenn wir in die Kaserne kommen? Oh, sagt der Hugo, wir sagen, wir sind jede einzelne Rutsche gefahren. Pferd ist tot und wir können und wir mussten nach Hause laufen. Die Reihen, der Spieß ein Spektakel. Meier, warum kommen Sie jetzt erst so spät? Jetzt werden entschuldigt. Wenn wir eine Kutsche gefahren, fährt das dort umgekippt, musst du nach Hause laufen. Emil, wenn wir eine Kutsche gefahren haben, musst du nach Hause laufen. Franz, wenn wir eine Kutsche gefahren haben, musst du nach Hause laufen. Müller, wenn wir eine Kutsche gefahren haben, musst du nach Hause laufen. So sagt er zu Friedrich V. Wenn Sie mir jetzt sagen, Sie sind mit der Kutsche gefahren, Pferd ist tot umgekippt und Sie mussten nach Hause laufen, kriegen Sie 5 Tage Bau. Nee, sagt er, ich bin mit dem Taxi gekommen. Ja, warum sind Sie jetzt hier? Kein Wunder, auf der Landstraße lag 4 tote Pferde. Problemchen, sagte meine Schwester, was hast du denn? Geht zur Tröckchen und sagt, guck mal, alles nass und hat nicht geregnet. Sagte, wie bitte? Guck mal, alles nass und hat nicht geregnet. Sagst du, da drüben, da ist ein Männerkloster, da gehst du immer rüber. Der alte Abweis wird Bescheid, hier drüber, der guckt über seine dicke Brille und sagt, na meine Schwester, was haben wir denn für Problemchen? Hebt zur Tröckchen und sagt, guck mal, alles nass und hat nicht geregnet. Hebt er seine Kutte und sagt, guck mal, Schwester, alles steif und wackelt. Hat dich hier jemand zugenäht? Oh, ist alles in Ordnung. Ja, wer bist du? Alfonsus. Ja, sag mal, du hast so schicke Schuhe an. Wo hast du die her? Aus dem Berliner Kaufhaus. Aus welchem denn? Sag ich nicht, in Schleichwerbung. Ist aber am Hermannplatz. Ja. Was hast du dafür bezahlt? Nichts. Die habe ich mitgenommen, ehe sie geklaut werden. Sag mal, du hast letztens einen Mann getroffen. Ja. Was ist dem passiert? Der hat ein 5-Mark-Stück verloren. Hast du ihm geholfen zu suchen? Nee, ich habe drauf gestanden, bis er weg gewesen ist. Sag mal, Oma und Mama tun sich immer vertragen? Es geht. Wieso? Sie wirft ihn nicht sanft vor und ihre Fressen nach. Ja. Guck mal, das Mäuschen hat ja eine Brille auf. Ja? Und der da hinten hat eine Glatze. Ja, aber eine Glatze ist doch sehr praktisch. Braucht er sich weniger die Haare kämmen. Ah, dafür mehr die Fresse waschen. Ja. Sag mal, weißt du überhaupt, was Glatze auf Arabisch heißt? Ja. Wie heißt es denn? Da war mein Haar. Wie? Sag mal, hast du den Typ da hinten schon gesehen? Der hat eine Brille auf. Wen meinst du? Hinter den beiden Netten. Ja, der mich so anglotzt. Den hol ich mir. Ja, ja, der hat eine Brille auf. Ja, ist er weitsichtig oder kurzsichtig? Nee, du darfst es durchsichtig. Oh Gott, das gibt's ja nicht. Und du sag mal, sonst in der Schule alles in Ordnung? Ja. Wie viel brauchst du denn so für 100 Meter im Schnelllauf? 8 Sekunden. Was? 8 Sekunden. Im Schnelllauf? Ja. Sag mal, Armin Haring war der schnellste Läufer der Welt. Der hat 10 Sekunden gebraucht und du nur 8. Ja, ich weiß, eine Abkürzung. Oh mein Gott. Sag mal, kannst du noch ein Liedchen singen? Könnte ich. Aber ich sage lieber, ab für das nächste Programm. Wie? Ich hab noch was im Kopf. Ah, wem hast du? Ja, bin dir raus. Wie? Hast du das gesagt? Nee, der im Koffer. Ja? Ja. Ja, gut, okay. Dann holt man raus. Wer bist du denn? Dami. Wer bist du? Dami. Sag mal, du warst auch bei Oma und Opa? Aha. Und hat es dir dort gefallen? Das ging. Bist eingeladen worden? Ja. Und waren sie mit dir zufrieden? Onkel Ernst hat gesagt, besser ich gehe. Aha. Und die Tante Erna gesagt, du bist nicht herzlich willkommen. Ah ja. Und wie war es so mit dem Essen? Ah, bisch. Wie war's? Bisch. Wie war's? Bescheiden schön.
Arme Scheibenschild. Ja, was gab's denn so? Geschlumpel. Was gab's? Geschlumpel. Was ist das denn? Das ist Zeug, wo man nicht weiß, was es ist. Ja, du, andere Kinder wären froh gewesen, wenn sie die Hälfte gehabt hätten. Ich auch. Ja, und für morgen so bei dir zu Hause, was gibt's da so? Kalte Küche. Was gibt's da? Kalte Küche. Wie Salami, Wurst, Käse. Nee, die Türen und Fenster sind meistens offen. Sag mal, und sonst alles in Ordnung? Okay. Sag mal, du verabschiedest dich jetzt? Ja. Mit Anitje noch? Ja. Und warum? Da kommt noch einer. Aha. Programm muss weiter. Ja, gut, okay. Der sagt Quatsch, der Apfel ist ja immer noch da. Ja, gut, ja, ja. Der gehört zu unserer Familie, ich auch. Ja, gut, okay. So, und was möchtest du singen? Alle Vögel sind schon da. Na, dann fang mal an. 2, 3, 4. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, ahoi. Amsel, Drossel, Vogelstar. Und die ganze Vogelschar. Wünsche dir ein frohes Jahr. Alle Vögel, ahoi. Keine Minderwertigkeitsgefühle. Gleich gekleidet könnten Zwillinge sein. Und was machen Sie? Singen von Ihrer Sehnsucht für die liebe Frau Nachbarin und verwilderte Herzbuben. Doch es kommt die Zeit, die Gelegenheit, wo wir